Du bist noch möglicherweise neu in GTA 5 online und bist dir noch nicht ganz so sicher, wie du schnell an Geld rankommst. Das ist nämlich überhaupt kein Problem, denn dazu bin ich heute hier da. Ich zeige euch heute hier nämlich mal ein paar Wege, wie du mit dem neuen Casino DLC, das ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so neu, wie du mit diesem Casino wirklich Geld machen kannst. Alles wird heute auch legal sein, also auf meinem Kanal, wie bestimmt schon einige von euch wissen, die meine Videos schon länger schauen, kommt nichts Illegales. Ihr wisst Bescheid, für GTA Money Glitches kann man echt gebannt werden und das zwar auch relativ häufig. Deswegen bin ich wirklich gar kein Fan von Leuten, die jetzt viel GTA 5 Money Glitches auf YouTube zum Beispiel hochladen und dann nicht davor warnen, dass man gebannt werden kann und so weiter und so fort. Es ist auch super wichtig, dass du wirklich bis zur allerletzten Sekunde dran bleibst, denn wenn du jetzt eine Sache im Video nicht mitbekommst, hast du ein ganz falsches Bild und hast eine ganz falsche Strategie, wie du an die ganze Sache dran gehst auch. Deswegen musst du eigentlich wirklich bis zur letzten Sekunde dranbleiben. Wenn du übrigens auch wissen möchtest, wie du schnell Geld in GTA Online verdienen kannst, dann bist du auf meinem Kanal genau richtig. Ich zeige dir nämlich immer die aktuellen Tipps und Tricks zu GTA 5 Online, wie du dort auch schnell Geld verdienen kannst. Deswegen lass mir genau jetzt ein kostenfreies Abo da, aktiviere natürlich auch die Glocke und vielleicht sehen wir uns dann auch mal im nächsten Video wieder. Und damit will ich auch schon sagen, es geht jetzt hier auch mal direkt mit dem Video los. Ich lasse euch hier nicht länger warten. Let's go! Die erste Methode, um in GTA 5 Online im Casino Geld zu verdienen, ist einfach das Glücksrad. Ich denke, jeder von euch sollte Glücksräder kennen auf Jahrmärkten oder Messen und so weiter. Gibt es ja immer so Glücksräder, wo man dann zum Beispiel, keine Ahnung, Gutscheine oder irgendwelche Kinderspielzeuge gewinnen kann. Ich denke, das sollte jeder von euch auf jeden Fall aus eurer Kindheit auf jeden Fall auch kennen. Die Gewinne im Casino sind halt diesmal nicht irgendwie Spielzeuge oder so. Naja, Spielzeuge vielleicht auch, denn man kann hier unter anderem ein Auto gewinnen. Außerdem kann man RP, sprich das ganze Leveln, gewinnen. Dann kann man auch GTA 5 Dollar gewinnen, Kleidungsstücke und wirklich vieles mehr. Das ganze Rad kann man nur einmal innerhalb 24 Stunden drehen, sprich jeden Tag kann man das wirklich nur einmal drehen, nicht öfter und nicht weniger, doch natürlich weniger, wenn man es nicht dreht, aber man kann es nicht öfter drehen. Es gibt dann natürlich Glitches, wie man das öfter drehen kann. Ich erzähle euch jetzt hier gleich einen Glitch, aber ich sag jetzt schon mal, ihr müsst da mit Vorsicht dran gehen, denn wie vorher schon gesagt, ich empfehle euch keine Glitches auszuprobieren, ich stehe nicht hinter Glitches und so weiter. Dieser Glitch lautet so, dass ihr dieses Rad spinnt, sprich dreht. Und man sieht ja schon, wenn es immer langsamer wird und dann ganz langsam wird, wo es ungefähr hinkommt, also in welches Feld. Man kann das Rad ja in vier Felder unterteilen, so jeweils 90 Grad Stücke, wie jetzt zum Beispiel eine Pizza oder so. Und wenn es sich dann langsam dreht, sieht man ja ungefähr oder kann man auch einschätzen, in welches Feld es ungefähr landet. Sprich, wenn man schon davor weiß, dass das Auto jetzt zum Beispiel auf der ganz anderen Seite dieses Rads ist, dann kann man in die PS4 Einstellungen gehen, auf die Internet Einstellungen und kann dann bei diesem Internet Haken diesen Haken rausmachen, sodass das Internet von euch getrennt wird, sprich die Verbindung, und dann werdet ihr in den Story-Modus gemoved und somit zählt dieser Spin jetzt nicht als Spin und ihr könnt dann einfach direkt danach dann nochmal weiterdrehen. Das Ganze geht natürlich, aber wie gesagt, empfehle ich euch nicht, man kann dafür selbstverständlich auch gebannt werden. Es gibt aber so einen anderen Trick, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen beeinflussen kann und ja, ich erzähle es euch jetzt einfach mal. Man kann dieses Glücksrad ja schnell drehen, aber man kann das auch wirklich langsam drehen. Das wussten viele nicht, aber probiert es auf jeden Fall gerne mal aus. Ihr seht ja jetzt hier auch im Hintergrund, dass man dann, wenn es langsamer dreht, ungefähr weiß, wo es dann letztendlich endet. Aber dieses Glücksrad kann man anders wirklich nicht beeinflussen. Aber ihr macht ja dadurch auch kein Minus. Es kostet euch wirklich 0 GTA 5 Dollar, 0 Jetons, wie diese Währung da im Casino heißt. Also ihr könnt das Glücksrad wirklich jeden Tag kostenlos drehen. Empfehle ich euch auch, denn man kann sich hier wirklich Jetons, alles kann man hier auf jeden Fall gewinnen. Deswegen dreht das ganze Glücksrad wirklich einmal am Tag und es besteht auf jeden Fall die Chance, dass ihr jeden Tag ein solches Auto gewinnt. Die zweite Methode, um in GTA 5 Online Geld zu verdienen mit dem ganzen Casino, ist auf jeden Fall der Automat. Sprich der Spielautomat, hier gibt es wieder verschiedene Arten von Spielautomaten in diesem Casino. Viele denken wahrscheinlich, dass diese Spielautomaten ziemlich gleich sind, sprich man kann gleichen Einsatz betätigen und dann auch den gleichen Gewinn bekommen bei jedem Einzelnen. Das ist nicht der Fall, denn diese Automaten unterscheiden sich wirklich komplett. Die Spielautomaten, die ich euch jetzt hier ans Herz legen kann, ist hier zum einen der Diamanten-Spielautomat und zum anderen ist es dieser Pharao oder dieser ägyptische Automat. Ich denke, jeder von euch sollte jetzt ungefähr ein Bild von ihm haben. So. Denn das sind die Automaten mit dem höchsten Gewinn. Also hier kann man den höchsten Einsatz betätigen und bekommt dann auch den höchsten Gewinn, logischerweise. Nur einmal für eine grobe Vorstellung.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem Satz von 2500 Jetons liegt, sprich ihr zahlt 2500 Jetons pro Drücken, sag ich mal, ein, dann liegt der Höchstgewinn bei diesem Diamantenautomat bei 2,5 Millionen Jetons. Ein Jeton kann man dann sich auch auszahlen lassen in einen GTA 5 Dollar. Das Ding ist, bei solchen Spielautomaten kann man wirklich schnell sein ganzes Geld verlieren, wenn man nicht so viel Geld oder in dem Fall jetzt Jetons hier auf seinem Konto hat. Sprich, ich empfehle dir wirklich, solche Automaten erst bei einem Besitz von ungefähr 150 bis 200.000 Jetons zu spielen. Da es sonst wirklich einfach zu riskant ist, sein Geld schnell zu verlieren, das geht wirklich ganz schnell. Lohnenswert ist es aber auch wirklich, wenn man so 300.000 Jetons auf dem Konto hat und man es so mehrmals versuchen kann. Denn man hat zwar oft Niederlagen, also wirklich oft, das kann ich euch empfehlen, man ist dann wirklich deprimiert, wenn man dann jetzt 100.000 Jetons vielleicht ausgegeben hat, keinen großen Gewinn gemacht hat, aber dann vielleicht so nach 150.000 ausgegebenen Jetons dann ungefähr einen Hauptgewinn macht. Und ein solcher Hauptgewinn macht dann wirklich alles wieder gut. Rechnen wir jetzt mal so, ich spinne wirklich 20 Mal, das wären ja dann 50.000 ausgegebene Jetons, mache dann aber einen Gewinn von 125.000 Jetons, dann habe ich nämlich wirklich mit einem Gewinn wieder alles gut gemacht und so unwahrscheinlich ist das gar nicht, dass man mal viel gewinnt. Es geht weiter mit dem dritten Spiel, das ist hier dieses Blackjack-Spiel, ich denke auch jeder von euch sollte das kennen. Ihr setzt nämlich irgendeine Wette, sagen wir jetzt mal 2.000 Jetons. Der Dealer verteilt dann erstmal ihm und dir wirklich je zwei Karten. Dabei nennt er dann auch wirklich immer die Augenzahlen, die du dann mit diesen Karten schon bereits hast. Sprich, ich empfehle euch auf jeden Fall bei diesem Spiel immer die Kopfhörer aufzusetzen. Naja, derjenige, der wirklich am nächsten mit seinen Augenzahlen an der Zahl 21 dran ist, der hat dann gewonnen. Am besten ist es also, wenn ihr genau 21 habt mit euren Augenzahlen von den jeweiligen Karten. Ihr bekommt also erstmal zwei Karten von dem Dealer ausgeteilt. Er teilt sich danach dann auch selbst zwei Karten aus. Dann könnt ihr nämlich entscheiden, ob ihr noch eine wollt für euch oder ob ihr sie halten möchtet. Halten spricht, dass ihr keine weitere Karte haben möchtet. Weil es euch zum Beispiel zu riskant ist, dass ihr dann mehr als 21 Punkten habt und ihr müsst so denken, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel 22 Punkte mit den ganzen Augenzahlen habt, dass ihr wirklich sofort verloren habt. Ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn ihr so zwischen 13 bis 15 Punkten mit den ersten zwei ausgeteilten Karten bekommt, dass ihr das Ganze nochmal probieren könnt, sprich eine weitere Karte euch nehmen könnt. Obwohl bei 15 Punkten ist es auch schon echt riskant, über diese 21 Punkte zu kommen. Da muss nur ein König mit im Spiel sein und dann war es das auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt wirklich bei euren ersten zwei ausgeteilten Karten schon mehr als 15 Punkte habt, dann muss ich euch wirklich empfehlen, diese zu halten. Wenn ihr jetzt 16 Punkte habt, ist das wirklich ungünstig, weil man kann diese 16 Punkte als Dealer leicht toppen. Aber das Ding ist, wenn ihr mit 16 Punkten noch weiterzieht, dann besteht wirklich eine ganz, ganz große Chance, dass ihr über 21 Punkte kommt. Unglaublich wichtig, um keine großen Verluste einzufahren, bei generell allen Casino-Spielen, setzt wirklich immer nur ein Zehntel Einsatz. Dann setzt ihr nämlich immer ein Zehntel von eurem Kontostand in ein Game ein. Sprich, das wären jetzt bei 50.000 Jetons 5.000 Jetons. Dann bekommt ihr natürlich auch keine so großen Gewinne, als wenn jetzt zum Beispiel von 50.000 Jetons 25.000, sprich die Hälfte, einsetzen würdet. Dann bekommt ihr ja normalerweise mehr. Aber das Ding ist, das ist nämlich die Kunst bei so Glücksspielen, übrigens auch im Real Life, dass man einfach auf sicher geht so. Und es gibt nämlich zwei Wege, an so Glücksspiele dran zu gehen. Das bezieht sich übrigens auch fürs Real Life. Weg Nummer 1 ist, ihr möchtet konstant Geld verdienen, sodass euch jetzt mal zum Beispiel ein Verlust nicht arm macht. Aber ihr durch diese Gewinne jeweils auch nicht unbedingt sofort reich werdet. Aber wie gesagt, konstant, gut und sicher Geld verdienen. Der zweite Weg ist, ihr setzt wirklich alles auf ein Game immer. Könnt ihr dann wirklich mit einem Game wirklich einen Gewinn von über 100.000 Dollar machen? Oder ihr könnt das Ganze halt auch verlieren mit einem Spiel und euer ganzes Geld ist dann mit einem Spiel verloren. Das ist wirklich super riskant. Es gibt zwei Wege, um an solche Glücksspiele ranzugehen. Letztendlich entscheidet ihr, wie ihr es macht. Aber ich kann euch wirklich ganz klar den Weg Nummer 1 empfehlen. Auch wenn er teilweise wirklich schwierig ist zu gehen. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spiel habt, wo ihr jetzt zum Beispiel viel einsetzen könnt und dann wirklich nach 3 Sekunden schon wirklich Hunderttausende von Dollars bekommen könnt und ihr mit diesem Weg Nummer 1 wirklich, ja keine Ahnung, vielleicht ein paar Tage brauchen würdet, dann ist das Ganze natürlich wirklich verlockend, aber das ist wie gesagt die Kunst von Glücksspielen, da wirklich nicht ganz so viel zu riskieren. Deshalb setzt nicht viel mehr als ein Zehntel von eurer Jetonanzahl auf eurem Konto pro Game ein. Das vierte Spiel, womit ihr auch Geld machen könnt im Casino, ist auf jeden Fall das Roulette. Man kann nämlich entweder auf eine einzelne Zahl setzen oder nur auf Farben, sprich in dem Fall schwarz und rot. Dann wird dann in so einem Kreis wird dann so eine Kugel
rumlaufen und wird dann auf ein Feld gehen und auf das Feld, wo sie geht, solltet ihr halt in dem Fall gesetzt haben. Die Wahrscheinlichkeit für die jeweiligen Farben liegt hierbei ungefähr jeweils bei 50%. Was man hierbei auch wirklich nicht beeinflussen kann, ist, auf welches Feld diese Kugel in dem einzelnen Game halt kommt. Das könnt ihr wirklich zu 0% beeinflussen, wo dann im Endeffekt die Kugel drauf kommt, sondern ihr müsst eigentlich nur Glück haben. Ich empfehle euch am Anfang, also bei der ersten Runde, wirklich nur 10 Jetons einzuzahlen oder einzusetzen, damit ihr danach schon ungefähr wisst, welchen Algorithmus dieses Game jetzt bei euch, also in eurem Fall, hat. Klar kann natürlich auch zweimal schwarz hintereinander drankommen, aber das war wirklich bei mir insgesamt bei 20 Spielen, glaube ich, nur ein oder zweimal der Fall. Bei mir ist ohne Witz immer so schwarz und rot immer abwechselnd so dran gekommen. Deshalb empfehle ich dir nämlich auch bei der ersten Runde wirklich nur 10 Jetons einzusetzen, damit ihr ungefähr dann mitrechnen könnt, was in der Runde danach drankommt. Das ist natürlich auch keine 100%ige Garantie, nur aus eigener Erfahrung kann ich das hier auf jeden Fall euch erzählen. Vor allem, wenn jetzt bei euch paar Mal eine selbe Farbe hintereinander drankommt, dann setzt auf jeden Fall in der nächsten Runde die andere Farbe. Das ist wirklich so der Tipp, den ich euch hier bei diesem Roulette mitgeben kann. Ist natürlich jetzt auch nicht beeinflussbar, aber ich denke, das waren jetzt auch ein paar Tipps und Tricks für dieses Roulette-Game. Es gibt auch noch eine weitere Methode, um im Casino Geld zu machen. Das sind nämlich diese Pferderennen. Und es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Pferderennen. Bei den einen muss man immer so 5 Minuten pro Rennen warten, bis man dann auch wirklich was wetten kann und so weiter. Das ist nämlich eher nachteilig, weil so müsst ihr dann auch wirklich viel Zeit investieren und so weiter. Und dann gibt es noch das, wo ihr wirklich ohne Pause hintereinander wetten könnt. Also da müsst ihr jetzt nicht zwischen den ganzen Rennen immer so 5 Minuten warten. Unter den Pferden, auf die ihr dann wetten könnt, stehen ja immer so zwei Zahlen, die mit so einem Strich abgetrennt werden, zum Beispiel 1 von 1. Das bedeutet einfach, wenn du auf das erste Pferd 1000 Jetons setzt, dann bekommst du, wenn das Pferd dann auch gewinnt, 2000 Jetons. Du hast also einen Gewinn von 1000 Jetons gemacht. Ich empfehle euch außerdem, bei keinem Rennen mitzuwetten, wo dann das erste Pferd eine Quote von 1 von 1 hat, sondern du gehst dann einfach wieder aus diesem Bildschirm, aus dieser Seite raus und klickst einfach nochmal auf dieses Pferderennen-Game. Dann erscheint nämlich ein neues Rennen, worauf du wieder wetten kannst. Steht dann bei dem ersten Pferd 3 von 1, bekommst du bei einem Einsatz von 1000 Jetons 4000 Jetons zurück. Ist ja logisch. Du hast dann also einen Gewinn von 3000 Jetons gemacht. Also 3 von 1. Ist ja logisch. Also sollte eigentlich jeder von euch verstehen. Es kommt natürlich auch hin und wieder vor, dass dann zum Beispiel das dritte Pferd gewinnt. Aber wenn du jetzt nur bei Quoten von 3 von 1 wettest und sagen wir jetzt mal insgesamt bei 8 Rennen wettest, gewinnt aus Erfahrung das erste Pferd so 4 bis 5 Mal. Du machst also bei einem Einsatz von je 1000 Jetons plus 20.000 Jetons und hast insgesamt nur 8000 Jetons eingezahlt. Ist ja logisch. Für 8 Rennen sind es 8000 Jetons. Aber wenn man dann 5 Mal gewinnt, macht man mit dieser Einzahlung wirklich plus 20.000 Jetons. Das kannst du dann natürlich auch mit der Zeit, mit deinem Kontostand, mit höheren Beträgen machen, aber was ich damit meine, ist einfach, dass ein Verlust wirklich auf Dauer nicht unbedingt schlimm ist. Wenn man natürlich genauso vorgeht, wie ich jetzt gerade erklärt habe. Genauso wie beim Spielautomaten, wo man dann nur zum Beispiel einen großen Gewinn haben muss, um alles wieder mehrmals reinzuholen, funktioniert das Ganze natürlich auch bei den Pferderennen. Es gibt jetzt hier letztendlich noch diese Casino-Missionen, von welchen ihr auch schon mal bestimmt gehört habt. Das Ding ist, diese dienen wirklich eher zum Spaß und nicht zur fetten Kohle oder so. Man kann da zwar mit allen Boni wirklich bis zu 1,2 Millionen GTA 5 Dollar machen. Klingt ja hier als erstes verlockend. Das Ding ist, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dass man, um diese Missionen überhaupt starten zu können, ein sogenanntes Casino Penthouse besitzen muss, was preislich bei einem Wert von 1,5 Millionen GTA 5 Dollar startet. Sprich, man kann hier wirklich bis zu 9 Millionen GTA 5 Dollar für ein solches Casino Penthouse einzahlen. Man macht also damit eher ein Minus, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, diese Mission auch mal durchzuspielen. Sie machen auf jeden Fall Spaß und sind es auf jeden Fall mal wert, gespielt zu werden. Eine ganz andere Methode, um in GTA 5 Online auch viel Geld zu verdienen und das Ganze auch super schnell, sind diese Time Trial Missionen. Ich denke, jeder von euch sollte die auch kennen. Das sind so Rennen, die ungefähr eine Minute dauern. Jede Woche gibt es da neue und wo man einfach pro Rennen dann 100.000 GTA 5 Dollar verdienen kann. Diese werde ich euch jetzt auch in dem Laufe der nächsten Wochen jede Woche vorstellen, sprich diese aktuelle Time Trial Mission. Deswegen lasst mir genau jetzt ein kostenfreies Abo da, aktiviert die Glocke und damit will ich auch schon sagen, was ist hier heute mit diesem Video. Haut rein, lasst es sein und in dem Sinne sage ich mal ciao.